Grüße Gemüse und Gummo, Gummo, Gummo. Wir sind hier bei der Beta-Test-Demo von Inazuma 11 Victory Road. Wir machen heute mal weiter gegen die geheiligten Bots. Denn ich muss wirklich sagen, jetzt wo ich auch ein bisschen auf Englisch gespielt habe, auch da ein bisschen weiter an Spielerfahrung sammeln konnte, holy shit, ist das Spiel schwer. In diesem Sinne, lassen Sie nun einen Daumen nach oben da. Eins Like gleich, es wird eins bisschen einfacher. Vielen Dank für euren geheiligten Support. Abonnieren Sie rein und aktivieren Sie die Ehrenglocke. Let's go. Wir, by the way, bevor wir reingehen, wir können hier bei der Teambank einfach die Teams wechseln. Wir können, wenn wir wollen, auf die National Champions gehen. Und auch die Alias Masters. Dafür müssen wir aber einiges erfordern. Ich glaube, da gibt es im Shop aber was für. Wir bleiben bei den Inazuma Allstars, however. Und gehen einmal ganz kurz hier auf das Training. Bedeutet Training für euch, jetzt mal ganz kurz gefragt, ne? Bedeutet das für euch, dass ihr gleich in ein Menü kommt, in welchem ihr eure Spiele anpassen könnt? Nee, oder? Ich war auf Englisch auch, muss ich sagen, verwirrt, aber auf Deutsch bin ich es umso vermehrter, weil sollte das nicht eigentlich Team heißen? Teambearbeitung oder sowas in der Art? Anyway, wir gehen mal auf die Ausrüstung und gucken, ob wir möglicherweise Equipment haben. Leider nein. Leider gar nicht. Haben hier die einfachen Schuhe und, also die sind schon von Anfang an da und die Gale-Schuhe, die geben halt physische Kraft, glaube ich, und Agilität. Und die, die wir gerade eben hatten, die sind wohl OG. Wir gehen mal auf die Geistermethode. Wir sprechen nämlich heute mal darüber, wie ist es möglich, in Inazuma 11 Victory Road seinen Spieler zu verbessern. Und zwar in Form eines Seltenheitsgrades. Ihr müsst wissen, alle Spieler hier haben einen Seltenheitsgrad und das nennt sich hier in dem Falle Durchschnittsspieler. Ist also quasi ungewöhnlich aus Clash Royale, wenn man so möchte. Damit man aufarbeiten kann zur nächsten Stufe, ich glaube, die sollte selten heißen, kann man hier eben die Geister von dem jeweiligen Spieler, den man verbessern möchte, reinfeuern. Oder, was man auch tun kann, die anderen Spieler verfeuern. Die geben allerdings weniger Erfahrungspunkte. Also ich würde mit denen eher die Spieler aufwerten, auf dessen Karte die auch zugeschrieben ist tatsächlich. Weil ihr seht, das gibt irgendwie, ich glaube, I don't know, 2 Punkte oder so? Möglich. Wir haben jetzt gerade irgendwie 2 dazu bekommen. Nach meiner Rechnung. Und es sind noch 8 verbleibend. Also es müssen 2 sein. Übrigens, wenn man die Karten oder die Geister der anderen nutzt, gibt man dafür einen her. Also ist halt, muss man abwägen, ob es für einen in Frage kommt. Wir spielen diesmal nicht gegen die Inazuma Allstars, weil ihr seht, guckt euch mal deren Level an, holy shit. Level 7. Wir bleiben hier bei den nationalen Champions. Und das wird sehr lecker schmecken. Ich muss ehrlich sagen, ich bin etwas schlauer geworden aus dem englischen Gameplay, wo auch diese ganzen Tutorial-Videos nochmal für mich ein zweites Mal reingefeuert worden sind. Who's gonna win? Und holy shit, ist das ein, naja, ich sag mal, ist das ein taktisches Spiel, oder? Falls ihr es selber schon mal gespielt habt, könnt ihr mich fühlen, wenn ich sage, Alter, ist das schwer für Neulinge und Alter, ist das taktisch? Also so viele Überlegungen, die man machen muss. Glücksfieber. Oha, haben die da einfach die alte Fähigkeit? Ah, sollten wir aktivieren für die Items. Let's go. Wir gucken uns einmal ganz kurz. Kann ich hier irgendwie in die Einstellung rein? Ah, ich glaube nein. Naja, gut. Wir müssen nach dem Spiel mal die Kommentatorenstimmen ausschalten. Es tut mir leid. Tut mir leid. Oh je. Oh, kommen wir ran. Stark. Da habe ich jetzt irgendwie, da habe ich manchmal wirklich gar keine Ahnung. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Wir machen mal den zunehmenden Mond. Ich glaube, der war von uns, oder? Sollte. Platzieren wir hier mal ein und da mal ein. Decken wir den. Mal schauen, was er macht.
Fangen wir ihn? Das sollte easy für uns hier gewesen sein. So, Wallzeit. Der geheiligte Sprint. Let's go. Und... Das ist doch alles einfach nur je. Und Zone. Und Schattenschlag für die Brüder. Ich glaube nicht, dass der reingeht. Ich glaube tatsächlich nicht, dass der reingeht, aber... Aber ja, das ist doch zumindest schon mal ein ganz guter erster Angriff von uns gewesen. Haben auch die Anzeige des Torhüters ein bisschen gesenkt. Oh mein Gott, was ist passiert? Ich dachte, wir hätten den Ball bekommen. Junge, diese ganzen Taktiken, ich raste aus. Alter, ich wollte jetzt gerade eigentlich ein Item einsetzen, aber ich glaube, das geht hier gar nicht. Oh, Erklärung, let's go. If the ball lands near players from both teams, another type of mini-battle will begin. This contest for the ball is called a scramble. Align the cursor with one of the three boxes, then press the button when the time is right. Ach so, das ist ein Quick-Time-Event? Alter, ich spam immer die Taste. Und deswegen verliere ich auch immer, genau wie jetzt. Okay, wir müssen beim nächsten Mal aufpassen, dass wir das timen. Definitiv. Nice, durchgesetzt. Na, let's go, nein. Ja, let's go. Ich bin eine Drecksau. Okay, und nun? Was nun? Wir passen. Ey, hallo? Ich wollte eigentlich passen. Oh je. Der geheiligte Nebelschleier. Ach du Scheiße. Ah, wie kannst du es wagen zu passen? Ah, wie kannst du es wagen zu passen? Let's go, wir passen, wir passen. Ach, come on. Warum nicht? Manchmal darf man nicht passen. Ich habe halt keine Lust, die Spannungsanzeige zu verringern, weil ich jetzt eine Technik einsetze. Ich will die halt sparen für die Angriffe. Wisst ihr, was ich meine? Und hier vielleicht noch einen hinpacken. Wir müssen alles decken, was geht. Fangen wir ihn? Ja, wir fangen ihn. Keiner Problem. So, jetzt ist die Frage, wie mache ich ein Item? Ich wollte das Item gerne einsetzen. Danke. Her mit die Items. Her mit die Items. Ach, come on! Das ist wirklich so random mit den Fouls nach dem Sprinten. Ich schwör's euch. Ich glaube, das ist es aber auch am Ende des Tages. Es ist halt eine ganz random Geschichte. 0:0. Das ist eine ziemlich beschissene Angelegenheit für uns, aber auf der anderen Seite... Naja, wait a second. Wir sind die Innosumer Allstars. Wir haben, glaube ich, haben wir mehr Ballbesitz? Ich glaube, wir haben mehr Ballbesitz. Jetzt ist die Frage, was tun wir nun? Ha! Wollen wir wechseln? Ich hätte ehrlich gesagt nichts dagegen einzuwenden. Hurley Kane. Aber der ist jetzt gerade ehrlich gesagt nicht so auf dem Stand, dass ich sage, rein mit dir. Stattdessen packen wir mal Faye rein. Und was ist mit Jordan? Ich glaube, das passt erstmal. Ich weiß auch, by the way, gar nicht, wie man wechseln kann innerhalb des Spiels. Ich glaube, es gibt im, quasi, wenn man auf Start drückt, kein richtiges Menü in dem Sinne. Na, wir machen, ja, okay, wir machen Feuertornado. Wenn wir gepasst hätten, wäre der Schuss noch stärker geworden. Aber die Anzeige ist gut runtergegangen. Ziehen wir uns zurück? Bisschen tiefer stehen am besten. I don't know. Muss ich vielleicht erstmal in die Richtung bewegen?
Can I stop this? Es war so klar, dass jetzt gepasst wird. Nathan, du Sau! Nein! Was haben wir? Ich glaube, das passt. Eine Glanzparade, oh ja. Ich glaube aber, das ist diese... Ja, schon wieder verkackt. Ich glaube, das ist diese Auswahl. Ich glaube, das ist diese Auswahl zwischen es kann scheitern oder es kann gut gehen. Und ich glaube, es ist gerade gut gegangen. Er macht Technik, safe. Ich call das, er macht seine Technik. Ich will wirklich sparsam mit meinen Techniken umgehen. Gerade bei Mark. Okay, let's go. Zone, bitte, danke. Passen wir erstmal, würde ich sagen, zu Axel. Nein! Du Sau! Er hat mir den Ball geklaut. Wir waren so kurz davor. Oh, Junge, bitte. Oh mein Gott, was ist passiert? Was ist passiert? Hallo? Junge, willst du mich trollen? Das erste Mal, dass ich das geschafft habe, Alter. Ach, nee. Come on. Das Spiel... Erstens, ich wollte gerade sagen, das Spiel gönnt mir nie Fouls, auch für meine Seite. Ja, und das andere habe ich vergessen. Okay, was tue ich? Okay. Boah, der ging weit. Der ging weit! Und auf diese... Come on. Da weiß ich halt nie, was ich tun soll, wenn der schon sprintet. Keine Ahnung. What the fuck? Also ich auch keine Ahnung, was das gerade gewesen sein sollte. Stark. So, wir sprinten. Come on. Arian, ja! Du kleine Sau! Herzstillstand-Methode. Und! Und! Warum hat sich das nicht... Er nutzt... Oh mein Gott! Warte! Er hat seine Technik benutzt? Und der Ball ist durchgegangen? Wir führen. Ach du Scheiße. Okay, wir müssen das jetzt halten. No matter was jetzt kommt. Oh oh. Seine Schusstechnik. Ich finde das bei Sean Frost so asozial. Come on, halte den Ball auf. Er ist durchgegangen. Oh oh. Halt den bitte. Bitte halten Sie ihn. Ja, mein erster Sieg. Ja. Das ist aber alles einfach nur yeah. Ich habe auf Englisch nie gewonnen. Ich habe es höchstens zu einem Unentschieden gebracht. Und hier, wo ich kommentiere und voll abgelenkt bin, gewinne ich natürlich. Ist auch sowieso klar. Wow. Und das hilft uns nochmal genauso, weil Levelaufstiege sind für unsere Spieler Maschaler. Und es wurde sogar eine Technik gewonnen. Geister für Arian, Frost und der andere. Wie heißt er nochmal? Victor Blade. 4 Siegessteine. Die sind wichtig für, ich glaube, Trikots und andere Sachen. Das ist die Frage. Ja, wir haben nicht so viele Items bekommen. Wollen wir nochmal reingehen? Ihr seht aber, ich glaube, die leveln im Hintergrund so ein bisschen mit. Na? Das ist so das Ding. Und die haben auch epische Spieler. Was soll das? Also, nicht nur, dass wir hier... Also, wenn ich jetzt mal kurz mein Team sehen darf, Bruder. Nicht nur, dass wir nur... Also, den durchschnittlichsten Durchschnitt haben.
sondern die Level der Gegner scalen auch noch mit. Was ist denn das? Anyway. You know what? Wait a sec. Genau. Man muss das immer bestätigen mit dem Plus-Button. Gehen wir aber mal auf Hurley Kane. Er hat auch ein paar geheiligte Tickets. Was passiert, wenn ich ihn nehme? Oh, das hat voll viel gebracht. Stark. Das nutze ich. Ja gut, Alter. Ich würde sagen, wir belassen es dann auch mit dem einen Sieg. Dem einen Spiel, dem einen Sieg. Wir müssen uns ja nicht unsere... wie sagt man? Unsere Statistik kaputt machen gleich, indem wir dann verlieren oder so. Aber... ich bin zufrieden. Ich habe meinen ersten Sieg errungen. Ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. Frickin' unglaublich. Stark, stark, stark. Ja, ey. Ich glaube, im Shop lohnt es sich jetzt nicht großartig. Aber wir können natürlich gucken, ne? Gucken wir uns mal den Shop an. Hier haben wir die geheimen Zertifikate, ne? Ermöglicht es, den Schwierigkeitsgrad Gefahrenzone zu wählen. Also hiermit kann man sich die Schwierigkeitsgrade für den Bot-Modus wählen oder erkaufen. Und wir haben mittlerweile 5 dieser Siegesgedönse, die wir dafür benötigen. Dann haben wir noch die ganzen Trikots. Dafür müssen wir Reißbälle ausgeben. Das ist ein bisschen schade. Embleme hier. Und Schuhe. Ich glaube, die bringen uns ehrlich gesagt nicht so viel, weil wir haben die schon. Daher skippen wir die mal. Also wir haben sie 44 Mal. Was wollen wir jetzt noch mit einem weiteren? Ein buntes Armband. Das ist mir zu woke. Das kaufe ich mir nicht. So literally die Edgelords, die das Spiel spielen. Aber ich finde das immer so nervig, ne? Du willst etwas kaufen und dann wählst du es aus. Und dann musst du von Nein auf Ja gehen. Come on. Ich bin mir sicher, dass ich es kaufen möchte. Sonst würde ich nicht zweimal nacheinander drücken. Wir könnten es sogar zweimal kaufen. Bequeme Socken. Diese Socken in reinem Weiß fühlen sich so angenehm an, dass man sie ewig tragen möchte. Fühle ich. Kaufen wir. Die kühlende Bandage sehe ich auch gerade. Und da hätte ich auch eine Frage. An die Fußball-Expertenbrüder da draußen. Ist das eigentlich wahr, dass Fußballspieler im Profisegment? Nur an die, die es wissen, ne? Ich hatte mal jemanden gefragt, den ich aus dem Umfeld kenne, und der meinte, das sei wohl so, aber ist es wahr, dass die Fußballspieler ihre Fußballsocken tränken in, ich glaube, Eiswasser oder generell Wasser, damit die Durchblutung oder so besser ist? Schreibt das mal in die Kommentare rein. Also... I mean, schon und gut, aber da am Ende des Tages, Bruder, ihr wisst, wie eure Füße nach irgendwie 2-3 Stunden Schwimmbad aussehen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauerisieren. Bis zum nächsten Mal. Gehaben Sie sich wohl.